Hallo, herzlich willkommen hier bei uns in Holmes Place Vienna International Club. Ich bin der Viktor. Und ich bin die Julia. Und wir haben für euch heute Übungen vorbereitet, die ihr leicht zu Hause nachmachen könnt und die euch fit durch den Winter bringen. Wir kommen nun zum Allround unter den heutigen Übungen. Und zwar haben wir in dieser Übung die gesamte Beinmuskulatur, die Core-Muskulatur, die Schulter- und Armmuskulatur inbegriffen. Ausgangsform ist ein Lunge, ein Ausfallschritt. Wir bringen dabei die Arme vor den Körper. Machen den Ausfallschritt, achten darauf, dass das vordere Bein die 90 Grad nicht überschreitet, damit das Knie nicht zu sehr belastet wird. Oberkörper bleibt gerade und wir rotieren zur Seite. Achtung auch auf ein stabiles Becken. Und kommt mit dem zweiten Bein nach vorne. Auch wieder hier, Achtung auf das vordere Bein. Wir rotieren zur Seite, zurück und zur anderen Seite. Wir empfehlen, dass man das pro Bein 5 bis 10 Mal wiederholt. Also, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Übung. Ausgangsposition ist ein leichtes gebeugtes Knie, also beide Knie. Können wir dazu ein Theraband benutzen? Bei der Übung trainiert man sehr gut den ganzen Körper, also anfangen von den Oberschenkeln zum Core Stability. Dreht man den ganzen Körper bis zu den Armen. Ausgangsposition ist, wie gesagt, leicht gebeugte Knie. Fangen wir an bei dem rechten Bein und mit leichter Drehung bringen wir hoch den Theraband und drehen zur anderen Seite und zurück. Empfehlenswert ist pro Seite so von 5 bis 10 Mal, kommt drauf an, was für eine Stärke, was für eine Farbe der Theraband hat. Und dann wechseln wir natürlich die Seiten. Ausgangsposition, gleich gebeugtes Knie. Und bringen wir es zu die anderen Seite mit leichter Drehung. Gestreckte Hände, sehr wichtig. Passen wir auf das gerade Rücken. Beim Unten einatmen, beim Hochziehen schön ausatmen. Wir kommen zur nächsten Übung, die ganz wichtig für die Core Stability ist. Core, der Kern, Ausgang eigentlich von jeder Übung, die wir während des Tages machen. Sie werden merken, dass es nicht nur fürs Golfen so sinnvoll ist, sondern prinzipiell für alle Übungen, die Sie einfach ausführen, sei es jetzt, dass Sie eine Kiste heben oder wenn Sie Stiegen steigen etc. Wir führen zwei Versionen vor, einmal eine einfachere und einmal eine schwierigere. Die einfache wäre, wir legen uns flach auf den Boden, bringen die Arme zur Seite und rotieren mit gebeugten Beinen nach links und nach rechts. Die Schultern sind stabil auf der Matte. Und die zweite Version wäre mit gestreckten Beinen einfach um den Hebel größer zu machen. Sie werden merken, dass die Anstrengung dadurch natürlich auch steigt. Also hier kommen wir zu unserer nächsten Übung. Ausgangsposition ist seitliches Armstütz. Haben wir zwei Versionen für die Anfänger und für die fortgeschrittene Übung. Ist sehr gut für unsere Core, also zum Bauchmuskelstärken wie die Wirbelsäule-Mobilisation. Also wir zeigen erstmals vor die erste Version für die Anfänger. Seitliches Armstütz, unteres Bein ist leicht abgewinkelt, bringen wir unsere Hüfte hoch, halten wir in Spannung, linkes, also das obere Arm kommt hinter das Kopf, rotieren wir leicht nach unten, und beim Hochgehen ausrotieren, schön ausatmen. Die zweite Version für die fortgeschrittene Ausgangsposition ist dieselbe, nur das untere Bein halten wir gerade. Leicht nach unten rotieren, beim Außen rotieren, schön ausatmen. Wir kommen nun zu einer schönen Übung für den unteren Rücken und für die Rhomboideen, die zwischen den Schulterblättern liegen. Eine Übung, die auch sehr schön die Brust öffnet und für alle Leute gut sind, wenn sie beim Büro viel vor dem Computer sitzen. Die Ausgangslage wäre, dass wir die Beine breit bringen, in die Knie gehen, das Becken nach vorne kippen. Wir rollen uns mit einem Katzenbuckel nach vorne, das heißt, wir ziehen die Wirbelsäule dabei auseinander und die Bandscheiben bekommen einmal Luft. Wir bringen die Arme vor den Kopf und rollen uns runter. Und wenn wir hochkommen, öffnen wir auf und überstrecken den Rücken, damit wir einen Trainingsreiz haben. In gesteigerter Form können wir auch Handeln hinzunehmen. Das heißt, beim Öffnen einfach die Handeln zur Seite ziehen. Wir können auch gerne rotieren.
so zusätzlich die Bauchmuskeln integrieren. Also hier eine gute Übung für den Schulterbereich und für den unteren Rücken. Ausgangsposition ist Bauchlage. Haben wir auch zwei Versionen für die Anfänger und für die Fortgeschrittenen. Also die erste Version für die Anfänger fangen wir, Beine bleiben auf dem Boden. Wichtig ist, dass Oberkörper von dem Boden heben. Ziehen wir unsere Hände auch zusätzlich zu unserem Körper. Hierbei spannen wir an die Muskulatur zwischen den Schulterblättern, den unteren Bauchbereich. Wichtig ist, beim Händen strecken nach vorne schön einatmen, beim Hochziehen ausatmen. Übung können wir steigern, wie wenn wir unsere Beine hochheben, Beine schön gestreckt. Genau das gleiche beim Vorgehen, mit den Händen einatmen, beim Hochziehen ausatmen. Wir hoffen, euch haben die Übungen gefallen und ihr kommt mit gut durch den Winter. Probiert die Übungen 10 bis 15 Mal durchzuführen, macht 2 bis 3 Sets davon. Und wie gesagt, es ist ein Kickstart. Gebt euch auch eine Challenge, nehmt ein Theraband dazu, nehmt Hanteln dazu. Kommt einfach zu uns in den Club, wenn ihr mehr erfahren wollt. Nehmt euch einen von unseren Trainerkollegen, Kolleginnen her und die helfen euch und zeigen euch dann weitere Übungen. In diesem Sinne, alles Liebe und tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.